Hallo Gamer-Freunde, heute geht's um Assassin's Creed Valhalla. Ich bin der Eisbär, willkommen auf meinem Kanal. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr mindestens 500 Silber die Minute bekommt, schaltet nicht ab und bleibt dabei. Ach ja, und bleibt gesund. Viel Spaß nach dem kurzen Intro. Bis gleich. Entschuldige. Ich spüre einen leichten Schmerz. Servus meine Freunde. In diesem Video zeige ich euch jetzt sofort, wie ihr mindestens 500 Silber jede Minute bekommen könnt. Und dann gehen wir sofort ins Video und ich zeige es euch. Ihr seht schon mal auf der Karte, wo es genau hingeht. Örtchen Lunden. Und da, wo ich stehe, da müssen wir genau hin. In diesem Video geht es um einen Mini-Glitch. Auf den Mini-Glitch hat mich GenZ Prime aufmerksam gemacht. Er hat den wohl gefunden, hat mir dann erlaubt, quasi ein Video auch darüber zu machen. Auf seinem Kanal hat er auch schon selber eins gemacht. Checkt seinen Kanal ab. Ich verlinke ihn in der Videobeschreibung. Auf geht's jetzt. So, da wo ich markiert habe, das ist in Lunden am Mithras-Tempel. Und zwar sitzen hier, ich nenne sie mal, drei Penner. 1, 2, 3. Man kann allen dreien immer 5 Münzen schenken quasi. Das ist der einzige Einsatz, den ihr habt. Immer 5 Münzen. Als Gegenleistung zeige ich euch. Hier für dich. Gottes Segen. Bekommt ihr aber jedes Mal eine Rune. So, dann laufen wir mal kurz hier um die Ecke. Laufen wir mal zu dem. Du hast uns immer geholfen. Und deswegen wollen wir uns bei dir bedanken. Wie gesagt, hier ist direkt ein Händler, seht ihr? Hier in der Bude ist ein Händler. Da kann man die Runen quasi direkt verkaufen. Wir gehen gleich mal da rein. Eine Rune sollte so 58 Silber bringen. Was? Danke. Das heißt, jedes Mal diese 5 Silber abgezogen. Viel Glück. Oh, eine fromme. Haben wir einen Reingewinn von 53 Runen. Silber. Ich depp. 53 Silber, meine Freunde. Man muss nur einmal hin und her laufen, kann sofort wieder 5 Silber spenden. Hier, nimm. Mein Dank ist dir gewiss. Ich habe keine Ahnung, wie viel man jetzt in einer Minute schafft, aber beim Trinkspiel waren ja 200, 400 die Minute vielleicht drin. Viel Glück. Gottes Segen sei mit dir. Danke. Ich denke, hier sind locker mindestens 500 Silber möglich. 1000 könnte ein bisschen knapp werden die Minute, weil man muss ja auch irgendwann verkaufen gehen. Hier, nimm. Oh, eine fromme See. So, bis jetzt sieht's aus, als ob's unendlich ist. Wenn diese drei Penner irgendwann schlafen, dann könnt ihr das überbrücken, indem ihr ein-, zweimal meditiert. Und dann sind die wohl wieder hier am Arbeiten, nenn ich's mal. Ist auch total egal, zu welchen wir gehen. Ich glaub wohl bei allen dreien. Hier, für dich. Bin nett von dir. Ob es jetzt wirklich ein Glitch ist, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall wahrscheinlich ein Spielfehler. Kann mir nicht vorstellen, dass Ubisoft das extra eingebaut hat. Deswegen würde ich sagen, nutzt es aus, solange es geht. Aber Leute, übertreibt es bitte nicht. Ich kenne das von Glitches. Da gibt es Spieler, die übertreiben maßlos. Und hinterher werden Spieler gebannt oder sonst irgendwas. Das wollen wir halt nicht. Hier für dich. Macht es ein paar Mal. Ich denke, das ist in Ordnung. Danke. Ich glaube, so schlecht war die Rune auch gar nicht. Da, jetzt schlafen sie. Unterstützt mich doch einfach, indem ihr meinen Kanal abonniert, denn dann verpasst ihr kein weiteres Video von mir. Meditieren, unten links. So, wir müssen nichts machen. Wir müssen nicht verglitscht sein, gar nichts. Wir müssen nur 5 Silber haben. Dafür bekommen wir eine Rune, die 58 Silber wert ist. Freunde, besser geht's doch gar nicht. So, sind die schon da am Arbeiten? Ne, die schlafen. Oh, guck mal. Der Kamerad ist gerade aufgestanden, aber er bettelt noch nicht. Ah, da setzt er sich hin. Hallo? Warum legt er sich denn nochmal hin? Das gibt's doch nicht. Habt ihr das gesehen?
Der wollte mich wohl ärgern. Dem gebe ich keine 5 Salam mehr. Ja, ihr könnt sofort weitermachen. Freunde, ist das geil oder ist das geil? Also, ob man es nutzt, muss jeder selber wissen. Oh, der Spielspaß geht dann natürlich ein bisschen verloren. Aber ihr seht es ja. Ich höre jetzt auch mal auf. Ich gehe jetzt mit euch nochmal zum Händler. Gucken, ob wir die Rune finden. Oh, hallo. Grüße gehen nochmal raus an Gen Z Prime. So, wo ist denn diese Rune? Die war orange und eckig. Ja, haben wir doch ganz viele. Wert 58, Freunde. 58. Ich habe in der kurzen Zeit jetzt 15, 16 Stück gemacht. Wenn ich jetzt 10 Stück verkaufe, sind 580. Also in einer Minute 500 sind locker drin. Viel Spaß mit diesem Mini-Glitch. Nutzt es aus, solange es geht. Arrivederci. Was habe ich im letzten Video gesagt? Dies, das, Ananas? Nee, keine Ahnung. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Easy peasy war's. Easy peasy, meine Freunde. Der Mini-Glitch ist easy peasy. Das war's, meine Freunde. Bis zum nächsten Video. Und Leute, falls ihr Lust habt und mich unterstützen wollt, liked das Video, kommentiert das Video. Und natürlich könnt ihr kostenlos den Kanal abonnieren, damit ihr auch zukünftig nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Yeah.